Wenn du selbstständig bist und jetzt deine Steuererklärung abgeben möchtest, dann musst du neben der normalen Einkommensteuer noch eine bestimmte Anlage abgeben, und zwar die Anlage EÜR. EÜR steht übrigens für Einnahmenüberschussrechnung. Das ist quasi das Ergebnis deiner Buchhaltung als Selbstständige. Und wie man die Anlage EÜR in Elster Online ausfüllt, das schauen wir uns hier in diesem Video an. Doch bevor wir jetzt gleich auf meinen Bildschirm wechseln, ein kleiner Hinweis. Wer muss das Ganze eigentlich ausfüllen? Das sind erstens Freiberufler. Das heißt, wenn du freiberuflich tätig bist, dann musst du im Rahmen deiner Einkommensteuererklärung einmal die Einnahmeüberschussrechnung erstellen und die Anlage EÜR ausfüllen. Wenn deine Tätigkeit eine gewerbliche Tätigkeit ist, dann kannst du die Einnahmenüberschussrechnung auch erstellen, wenn dein Umsatz unter 80.000 Euro liegt und dein Umsatz unter 800.000 Euro. Wenn du über eine der beiden Grenzen liegst, dann musst du als Gewerbetreibender zumindest eine Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung erstellen. Das heißt, dann ist das Video nicht das Richtige für dich. Und ich weiß selbst aus schmerzhafter Erfahrung, dass Elster Online wahnsinnig verwirrend sein kann. Und deswegen habe ich etwas gebaut, und zwar Elster GPT. Elster GPT ist ein Custom GPT, den du bei ChatGPT findest. Der ist komplett kostenlos und der hilft dir dabei, die jeweiligen Felder zu verstehen. Deswegen bleib gerne dran, schau gerne das Video. Wir schauen uns Schritt für Schritt die Anlage EÜR gemeinsam an, aber du kannst, wenn du eine Frage haben solltest, die ich hier nicht beantworte, einfach mal Elster GPT befragen. Vielleicht weiß Elster GPT ja die Antwort. Und mit diesen einführenden Worten wechseln wir einmal auf meinen Bildschirm und wir sehen uns gleich wieder. Wir befinden uns auf der Startseite von Elster Online. Das heißt, wir sehen hier oben links einmal Elster, ihr Online-Finanzamt, und sehen hier jetzt, ja, ich würde mal sagen, alles, was wir als letztes gemacht haben, Posteingang, meine Belege, meine Formulare und so weiter. Die Anlage EÜR finden wir auf der linken Seite, wenn wir auf Formulare und Leistungen klicken und dann einmal auf alle Formulare. Dann sehen wir eine Übersicht von allen möglichen Formularen, die wir mit Elster Online ausfüllen können. Übrigens gibt es natürlich neben diesem Tutorial noch eine ganze Reihe an anderen Elster Online Tutorials hier auf diesem Kanal. Deswegen würde ich grundsätzlich jedem Selbstständigen empfehlen, diesen Kanal zu abonnieren. Da bekommst du nämlich immer genau die Anleitung und Tutorials, die du brauchst für deine Selbstständigkeit. Und wir wollen hier jetzt ja die Einnahmenüberschussrechnung erstellen, das heißt die Anlage EÜR. Manchmal würde man sie erwarten unter Einkommensteuer, weil es ja eine Anlage zur Einkommensteuer ist. Wir finden sie aber tatsächlich unter Gewinnermittlung. Das heißt, wir gehen hier einmal unter Gewinnermittlung und da finden wir die Anlage EÜR bzw. die Einnahmenüberschussrechnung und klicken einfach mal direkt darauf. Und wir machen jetzt einfach mal die Einnahmenüberschussrechnung für das Vorjahr, also für das Jahr 2023, und klicken hier auf Weiter. Im nächsten Schritt kannst du Daten übernehmen. Wenn du jetzt schon ein paar Jahre selbstständig bist und auch im letzten Jahr schon eine Einnahmenüberschussrechnung erstellt hast mit Elster Online, dann kannst du jetzt hier einfach die Daten aus dem Vorjahr übernehmen. Das spart dir so ein kleines bisschen Zeit, weil du wahrscheinlich immer noch genauso heißt wie im letzten Jahr und auch noch die gleiche Steuernummer hast und wahrscheinlich irgendwie auch noch in der gleichen Wohnung wohnst, beziehungsweise dass dein Unternehmen am gleichen Ort seinen Sitz hat. Wir wollen jetzt aber einfach mal, auch weil es praktischer ist, das alles einmal durchzugehen, Schritt für Schritt, ohne die Datenübernahme fortfahren. Im nächsten Schritt müssen wir einige Anlagen auswählen. Und zwar haben wir einmal die normal standardmäßige Einnahmenüberschussrechnung, also die Anlage EÜR. Dann gibt es aber noch eine ganze Reihe an zusätzlichen Anlagen. Auf die möchte ich jetzt gar nicht so im Detail eingehen, außer vielleicht auf die eine, und zwar die Anlage AVEÜR. Die Anlage AVEÜR füllst du aus, wenn du Anlagevermögen hast. So heißt sie nämlich auch. Anlagevermögen Einnahmenüberschussrechnung AVEÜR. Und die musst du immer dann ausfüllen, wenn du in deiner Selbstständigkeit Anlagevermögen hast. Das heißt, wenn du dir beispielsweise ein Smartphone gekauft hast über die Firma oder einen Schreibtischstuhl, eine Kamera und so weiter oder ein Auto, auch ganz häufiges Beispiel, und diese Anlagegüter musst du ja über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abschreiben. Immer wenn die Investition teurer war als 800 Euro netto, dann musst du die Anschaffungskosten ja über mehrere Jahre strecken und dann führst du ein Anlagenverzeichnis. Und immer wenn das bei dir der Fall ist, dann füllst du noch zusätzlich die Anlage AVEÜR aus. Wir wollen uns in diesem Video aber einmal auf die Anlage EÜR konzentrieren und uns die gemeinsam anschauen. Deswegen haken wir die hier einmal an und klicken auf Weiter. Und was wir jetzt sehen, ist die Startseite des Formulars. Und zwar sehen wir hier oben einmal drei Schritte, die wir jetzt gemeinsam durchgehen. Und zwar einmal eingeben. Das heißt, erstmal geben wir eine ganze Reihe an Informationen ein. Und dann können wir nochmal in einer Übersicht das Ganze überprüfen. Und Elster Online überprüft auch im Hintergrund, ergibt das Ganze Sinn, was ich hier eintrage. Ganz, ganz wichtig, Elster Online überprüft nicht, ob ich bestimmte Eingaben
inhaltlich tätigen kann. Das heißt, waren jetzt meine Kosten tatsächlich Fortbildungskosten, die ich hier absetzen kann? Das kann Elster Online nicht überprüfen. Was Elster Online hier höchstens macht, ist bestimmte Regeln. Das heißt, wenn ich auf der einen Seite eine Angabe mache, zum Beispiel bei Bewirtungskosten und ich kann nur 70% absetzen und 30% nicht, kann Elster Online hier zum Beispiel schauen, ja, passt das mit den 70% und 30%? Das sind solche technischen Fehler, die werden hier überprüft und dann kann ich im dritten Schritt dieses Formular direkt an das Finanzamt übermitteln. Und was wir auch sehen, ist hier auf der linken Seite, und zwar wenn wir einfach auf diesen Kreis mit diesen drei Strichen klicken, der ganze Aufbau der Anlage ÖR. Das ist bei allen Formularen so. Das heißt, hier sehen wir die ganze Struktur. Wir müssen jetzt nicht immer die ganze Zeit auf Weiter klicken. Das können wir immer hier unten machen, auf nächste Seite, sondern wir können auch hier direkt über das Menü direkt an die richtige Stelle springen. Und zwar ist die folgendermaßen aufgebaut. Erstmal ein paar allgemeine Angaben zu dir, zu deinem Unternehmen, deiner Selbstständigkeit. Dann geht es um die Gewinnermittlung. Das heißt, erstmal die ganzen Betriebseinnahmen, dann die ganzen Betriebsausgaben. Was kannst du absetzen? Und dann Ermittlung des Gewinns. Das sind dann die Einnahmen minus die Ausgaben. Und dann kannst du noch so ein paar zusätzliche Angaben eintragen und das war's dann. Das heißt, dann kannst du es übermitteln. Wir werden diese Struktur jetzt nicht benutzen. Die benutzt man ehrlicherweise relativ häufig in der Praxis, um an bestimmte Punkte zu springen. Aber wir wollen uns ja das gesamte Formular anschauen und deswegen gehen wir einfach Schritt für Schritt hier jetzt durch die einzelnen Felder durch. Und zwar füllen wir auf der ersten Seite erstmal Informationen über uns selbst aus. Das heißt, wir tragen erstmal ein, wer sind wir eigentlich, wo wohnen wir, was ist unsere Steuernummer und so weiter. Und all diese Informationen, die kannst du auch schon bei Elster Online, also in deinem Account Elster Online hinterlegen, weil diese Informationen ändern sich ja nicht, wenn du ein anderes Formular ausfüllst. Und dann kannst du hier in den einzelnen Formularen immer die Daten übernehmen aus deinem Elster Online Profil. Ich mache das Ganze nicht, sondern wir gehen hier Stück für Stück gemeinsam durch. Und die erste Frage, das ist zugegebenermaßen ganz häufig die wichtigste Frage überhaupt für das Finanzamt, ist die Frage nach deiner Steuernummer. Die Steuernummer ist so eine Art internes Aktenzeichen über dich quasi beim Finanzamt. Und das muss das Finanzamt natürlich wissen, damit sie am Ende wissen, wer hat denn hier jetzt eigentlich eine Einnahmenüberschussrechnung abgegeben. Nicht zu verwechseln ist die Steuernummer mit der Steueridentifikationsnummer. Die hast du auch irgendwann mal bekommen, darum geht es hier nicht. Und hier geht es auch nicht um die Umsatzsteueridentifikationsnummer, das ist noch eine andere Nummer. Hier geht es um die Steuernummer und auch hier vielleicht noch eine kleine Einschränkung, die Steuernummer, die für deine Einkommensteuer gilt. Denn du hast unter Umständen mehrere Steuernummern und zwar eine Steuernummer für deine betrieblichen Steuerarten, also die Umsatzsteuer und gegebenenfalls die Gewerbesteuer. Und dann hast du unter Umständen noch eine andere Steuernummer, und zwar die Steuernummer, die für deine Einkommensteuer gilt. Diese Konstellation hast du immer dann, wenn du in einer anderen Gemeinde deine Selbstständigkeit angemeldet hast. Also wenn dein Betriebssitz woanders ist als dein Wohnsitz. Oder aber auch zum Teil, wenn du verheiratet bist. Dann kann es unter Umständen sein, dass du für die Einkommensteuer einfach eine andere Steuernummer hast als für deine Betriebssteuerarten. Und hier füllst du ja die Steuernummer ein, die für deine Einkommensteuer gilt, weil die Anlage EÜR quasi eine Anlage zur Einkommensteuer ist. Das heißt, du trägst jetzt erstmal das Bundesland ein, dann die Steuernummer und dann wird hier das Finanzamt automatisch ermittelt, denn in der Steuernummer ist quasi eine Nummer, die individuell für jedes Finanzamt ist. Das heißt, man kann aus der Steuernummer das zuständige Finanzamt ablesen. Und wenn du das eingetragen hast, dann gehen wir auf die nächste Seite. Und auf der nächsten Seite sehen wir jetzt erstmal, ja, das, was wir hier vor uns haben. Und zwar die allgemeinen Angaben, die Gewinnermittlung, ergänzende Angaben und zusätzliche Angaben bei Einzelunternehmen. Das heißt, das ist genau die Struktur, die wir hier auf der linken Seite sehen. Die gehen wir jetzt einfach mal Schritt für Schritt gemeinsam durch. Und im ersten Schritt musst du erstmal Informationen über dich angeben. Das heißt, wie heißt du eigentlich? Und ich glaube, da brauche ich dir nicht so wahnsinnig viel helfen. Hier geht es einfach nur um deinen Vornamen, deinen Nachnamen, Straße, Hausnummer, Postleitzahl und so weiter. Dann gibst du das Wirtschaftsjahr an. Immer nur dann, wenn du ein abweichendes Wirtschaftsjahr hast. Und ich hoffe inständig für dich, dass du das Ganze nicht hast. Theoretisch ist es möglich, sein Wirtschaftsjahr vom Kalenderjahr abweichend zu gestalten. Das ergibt aber ehrlicherweise bei kleinen Selbstständigen überhaupt gar keinen Sinn. Du machst ja standardmäßig deine Einnahmenüberschussrechnung eigentlich immer fürs Kalenderjahr. Es gibt aber Geschäftsmodelle, da ergibt es Sinn, das Ganze quasi vom Kalenderjahr loszulösen. Um dir mal so ein Beispiel zu geben, so Fußballvereine beispielsweise. Die Saison geht ganz häufig vom 1. Juli bis zum 30. Juni. Das heißt, der Wechsel einer Fußballsaison ist mitten im Sommer. Und deswegen haben sich ganz viele Fußballvereine zum Beispiel dazu entschieden, ihren Jahresabschluss
auch immer vom 1. Juli bis zum 30.06. zu machen. Das wäre einer der Gründe, warum man das macht. Ein anderer Grund wäre, wenn du in Silvester absolute Hochsaison hast und da keine Möglichkeit hast, deinen Jahresabschluss zu erstellen. Aber wie gesagt, das Ganze ist ein Thema eher für größere Unternehmen. Für die allermeisten Einzelunternehmen kann ich nur den dringenden Appell an euch richten, lasst es bleiben. Das heißt, ihr lasst diese Felder auch einfach leer. Was ihr nicht leer lassen solltet, ist das Feld Nummer 5. Und zwar die Art des Betriebs bzw. Tätigkeit. Das heißt, was machst du eigentlich in deiner Selbstständigkeit? Das hast du ja irgendwann schon mal ausgefüllt, als du den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausgefüllt hast. Also als du dich beim Finanzamt registriert hast und auch wenn du deinen Gewerbeschein beantragt hast. Hier schreibst du einfach rein, was du jetzt eigentlich in deinem Unternehmen, in deiner Selbstständigkeit machst. Und als nächstes gibst du die Rechtsform an. Nicht erschrecken, wenn wir das Ganze ausklappen, dann wird es sehr lang. Und die meisten von euch werden ja irgendwie als Einzelunternehmen selbstständig sein. Und wenn du als Einzelunternehmen selbstständig bist, bist du entweder freiberuflich tätig oder gewerblich tätig. Und da musst du dich durch die ganzen unterschiedlichen Rechtsformen einmal ganz nach unten scrollen. Und zwar siehst du hier einmal die Angehörigen der freien Berufe oder sonstige selbstständig tätige Personen oder sonstige natürliche Personen. Das heißt, das kann potenziell für dich relevant sein. Wenn du zum Beispiel einfach freiberuflich tätig bist, dann wählst du hier aus Angehörigen der freien Berufe. Und damit kommen wir auch zum nächsten Feld, und zwar musst du die Einkunftsart angeben. Und die Einkunftsart kann Land- und Forstwirtschaft sein, das wird für die allermeisten von euch nicht zutreffen, dann aber Gewerbebetrieb oder selbstständige Arbeit. Wenn du nicht genau weißt, ob deine Tätigkeit gewerblich oder freiberuflich ist, dann schau dir unbedingt mal das Video an, was ich dir in der Videobeschreibung verlinke. Da bin ich nämlich ganz im Detail darauf eingegangen, was eigentlich deine Tätigkeit ist. Aber hier an dieser Stelle solltest du das eigentlich schon wissen, denn du hast dich ja irgendwann mal mit einer Tätigkeit beim Finanzamt registriert und natürlich musst du jetzt das auswählen, womit du dich registriert hast. Das heißt, wenn du freiberuflich tätig bist, dann wählst du hier selbstständige Arbeit. Da gibt es nämlich immer wieder Verunsicherung, weil natürlich sind Gewerbetreibende auch selbstständig, aber das Einkommensteuergesetz nennt Freiberuflichkeit selbstständige Arbeit und Gewerbebetrieb ist halt Gewerbebetrieb. Im nächsten Feld trägst du ein, wer der Betriebsinhaber ist. Und wenn du ein Einzelunternehmen hast, dann fragst du dich mit Sicherheit, was soll denn die blöde Frage? Ich natürlich. Aber du solltest nicht vergessen, dass dieses Formular natürlich auch andere Unternehmen, also andere Rechtsformen ausfüllen und da ist die Frage dann durchaus berechtigt. Du nimmst einfach hier die erste Auswahlmöglichkeit und zwar steuerpflichtige Person. Das heißt, du bist ja der Betriebsinhaber von deiner Selbstständigkeit. Und dann musst du angeben, ob deine Selbstständigkeit im laufenden Kalenderjahr bzw. Wirtschaftsjahr beendet worden ist. Wenn du im letzten Jahr mit deiner Selbstständigkeit irgendwie aufgehört hast, dann wählst du das Ganze hier aus. Ansonsten kannst du einfach keine Angabe dalassen. Das gleiche gilt auch, wenn du in dem Kalenderjahr Grundstücke oder grundstücksähnliche Rechte entnommen oder veräußert hast, dann solltest du es hier noch angeben. Ist zugegebenermaßen jetzt nicht alltäglich, dass man hier ein Ja angibt. Deswegen in den meisten Fällen von euch müsst ihr hier einmal ein Nein ankreuzen. Bei der nächsten Frage wirst du nochmal nach einer Steuernummer gefragt. Und zwar hier musst du die Steuernummer der Leitsteuererklärung angeben. Klingt kompliziert. Ich erkläre es dir ganz kurz. Und zwar ist die Anlage IÜR ja nur die Anlage zu der Einkommensteuererklärung. Und es kann, wie ich eben schon gesagt habe, ja unter Umständen sein, dass du eine andere Steuernummer hast für deinen betrieblichen Part als für die Einkommensteuer. Oder aber du bist mit deinem Ehepartner zusammen veranlagt und der Ehepartner gibt jetzt die Einkommensteuererklärung ab, du hast aber für deine Selbstständigkeit eine andere Steuernummer. Und hier musst du einmal die Steuernummer eintragen, die in deiner Einkommensteuererklärung steht. Das ist in den allermeisten Fällen genau die Steuernummer, die du eben schon mal eingetragen hast. Aber unter Umständen ist es eine andere. Und immer wenn es eine andere ist, dann ist es natürlich wahnsinnig wichtig, dem Finanzamt mitzuteilen, welche Anlage IÜR jetzt eigentlich zu welcher Einkommensteuererklärung gehört. Wenn es die gleiche Nummer ist, dann trägst du hier jetzt einfach die gleiche Nummer ein wie eben auch nochmal. Und damit gehen wir weiter zur nächsten Seite. Das nächste Feld, also den Bereich 2, den wirst du ziemlich sicher nicht ausfüllen müssen. Und zwar geht es hier darum, dass du einfach die Kontaktdaten zu deinem Steuerberater angibst. Wenn du nicht selbst die Einkommensteuererklärung gemacht hast, dann wirst du erstens dieses Video wahrscheinlich nicht schauen und deswegen gehe ich davon aus, dass du hier wahrscheinlich nichts einträgst und trag hier bitte nicht meinen Namen ein, ich helfe dir nicht, ich habe hier nur ein Video produziert, aber immer dann, wenn du einen Steuerberater hast, dann trägst du hier deinen Steuerberater ein. Das hat den Vorteil, dass dein Steuerberater gleich deinen Einkommensteuerbescheid bekommt, damit er den prüfen kann, beispielsweise. Und das Finanzamt weiß, an wen sich das Finanzamt wenden soll, wenn es nochmal Rückfragen gibt. Wenn du deine Einkommensteuererklärung selbst machst, dann setzt du hier auch keinen Haken und dann füllst du diese ganzen Felder auch einfach nicht aus. Das heißt, du
du kannst diesen zweiten Bereich einfach überspringen und direkt auf die nächste Seite gehen. Im nächsten Abschnitt kommen wir zu einem spannenden Bereich. Und zwar geht es hier um die Betriebseinnahmen. Das heißt, welche steuerpflichtigen Betriebseinnahmen hattest du eigentlich in diesem jeweiligen Jahr? Und du hast unterjährig ja wahrscheinlich irgendwie Buchhaltung gemacht. Das heißt, du hast irgendwie deine Einnahmen schon erfasst. Das heißt, du hast in dem Programm, in dem du deine Buchhaltung gemacht hast, ja schon irgendeinen Wert und irgendwelche ja, Zahlen, wie viel du eigentlich eingenommen hast. Und diese Zahlen musst du jetzt hier einmal übertragen. Und zwar einmal jetzt in diesem Bereich für die Betriebseinnahmen und im nächsten Schritt dann für die Ausgabenseite. Also was hast du jeweils ausgegeben? Und hier gehen wir auch einfach mal Feld für Feld gemeinsam durch. Wenn du die Kleinunternehmerregelung in Anspruch genommen hast, dann hast du ja keine Umsatzsteuer in Rechnung gestellt. Und diese Umsätze, die trägst du hier direkt oben ein. Und zwar hier unter Betriebseinnahmen als umsatzsteuerlicher Kleinunternehmer. Das heißt, du schreibst hier einfach Umsätze und dann hier den Betrag, also den gesamten Betrag eines Jahres. Du musst jetzt hier keine 20, 30, 40 Zeilen einfügen für jeden Geldeingang, den du in diesem Jahr gemacht hast oder bekommen hast, sondern hier kannst du wirklich die Jahressummen eintragen. Du kannst das allerdings aufgliedern. Also wenn du zum Beispiel ein paar Produkte verkauft hast, ein paar Dienstleistungen gemacht hast und so weiter, dann kannst du das schon untereinander aufgliedern, dass du sagst, keine Ahnung, 5.000 Euro Beratungsumsatz und 2.000 Euro Produktumsatz. Dann kannst du das, wenn du möchtest, aufgliedern. Du musst es allerdings nicht tun. Das heißt, es kann immer mal sein, dass das Finanzamt, nachdem du die Anlage EÜR abgegeben hast, dass das Finanzamt auf dich zukommt und bestimmte Positionen erklärt haben möchte. Das passiert relativ regelmäßig. Vor allem immer dann, wenn bestimmte Felder jetzt besonders überraschend hoch sind. Bei mir war das über viele Jahre einfach der Fall, weil ich nebenberuflich studiert habe, dass ich relativ viele Fortbildungskosten hatte. Und da kam das Finanzamt einfach alle paar Jahre auf mich zu und wollte jetzt nochmal den Nachweis für dieses eine Feld. Das bedeutet für dich, du musst auch keine Belege einreichen. Das Finanzamt prüft diese Angaben nicht ja, Position für Position. Die schauen sich das Ganze natürlich an und verarbeiten das. Und wenn sie irgendwelche Auffälligkeiten sind, dann werden sie dich kontaktieren und Rückfragen stellen zu diesen Positionen. Du musst hier jetzt aber nicht alle Belege quasi mit der Steuererklärung mitschicken. Du machst deine Buchhaltung, du trägst hier die Ergebnisse ein und das Finanzamt prüft nicht jede einzelne Position. Was immer mal sein kann, ist, dass das Finanzamt irgendwann eine Betriebsprüfung anordnet und dann Einblick in deine Buchhaltung haben möchte. Und dann schaut das Finanzamt tatsächlich Position für Position genau an. Das passiert aber nur so alle paar Jahre mal. Wenn du mehr über das Thema Betriebsprüfung erfahren möchtest, dann schau auch da unten mal in der Videobeschreibung vorbei. Da habe ich dir ein Video verlinkt, wo ich ja generell das Thema Betriebsprüfung mal ein bisschen erklärt habe. Wir machen aber einmal weiter mit dem nächsten Feld und hier trägst du die Betriebseinnahmen als Kleinunternehmer ein, aber die Betriebseinnahmen, die nicht steuerbar waren. Was heißt nicht steuerbar? Nicht steuerbar sind vor allen Dingen dann Umsätze, wenn sie nicht im Inland gemacht worden sind. Das heißt, wenn du als Selbstständiger, auch als Kleinunternehmer, Umsätze gemacht hast, wo der Ort dieser Leistung, des Umsatzes nicht in Deutschland war, dann ist er in Deutschland nicht steuerbar. Und wichtiger Hinweis an dieser Stelle, dann zählt er tatsächlich auch nicht rein in diese klassischen Kleinunternehmergrenzen. Und deswegen musst du das Ganze hier separat aufführen. Und dann musst du hier noch zusätzlich die Umsätze reinschreiben, die unter § 19 Absatz 3 Umsatzsteuergesetz fallen. Das sind bestimmte steuerfreie Umsätze. Du berechnest als Kleinunternehmer ja sowieso keine Umsatzsteuer, aber es gibt bestimmte Steuerbefreiungen und wenn du solche Umsätze machst, das Ganze jetzt hier in Gänze auszubreiten, das wird ein bisschen den Rahmen sprengen. Ich gehe stark davon aus, dass du das weißt, wenn du bestimmte Umsätze ausführst, die grundsätzlich von der Umsatzsteuer befreit sind, dann musst du die hier noch einmal eintragen. Deswegen nur an dieser Stelle wichtiger Hinweis, beschäftige dich mal mit dem Thema, sind das eigentlich Umsätze nach § 19 Absatz 3 Umsatzsteuergesetz? Und das nächste Feld gehört dann den Land- und Forstwirten. Darauf möchte ich generell in dem Video jetzt nicht so super intensiv eingehen, einfach weil die meisten von euch keine Land- und Forstwirte sind. Wenn doch irgendwann mal ein Land- oder Forstwirt dieses Video schauen möchte oder würde, dann schreib mal gerne einen Kommentar unter diesem Video. Ich nehme, wenn die Nachfrage groß genug ist, auch gerne irgendwann mal ein separates Video nur für Land- und Forstwirte auf. Für die meisten von euch wird der nächste Abschnitt interessant. Hier geht es nämlich um die umsatzsteuerliche Regelbesteuerung. Das heißt, wenn du selbstständig bist und keine Kleinunternehmerregelung in Anspruch nimmst und kein Land- und Forstwirt bist, der die Durchschnittssatzbesteuerung nimmt, der füllt die allermeisten seiner Umsätze wahrscheinlich hier ein. Und zwar geht es hier um die umsatzsteuerliche Regelbesteuerung.
Das heißt, einfach alle Selbstständigen, die umsatzsteuerpflichtig sind, die füllen jetzt hier ihre Umsätze ein. Also hier erstmal die umsatzsteuerlichen Betriebseinnahmen ohne die mit dem Steuersatz zu 0%. Das heißt, einfach ganz normal, beispielsweise Beratungsleistung, 19% Umsatzsteuer, die trägst du hier ein. Erstmal die Bezeichnung, also Beratung beispielsweise, und dann den Umsatzbetrag. Wichtig hier, hier trägst du den Nettoumsatz ein. Das heißt, wenn du in einem Jahr 100.000 Euro Umsatz gemacht hast plus 19% Umsatzsteuer, dann hast du ja Bruttoumsatz von 119.000 Euro Umsatz gemacht. Hier trägst du 100.000 Euro ein, weil die Umsatzsteuer, die trägst du weiter unten separat nochmal ein. Und im nächsten Abschnitt trägst du die ganzen Betriebseinnahmen ein, die alle irgendwie besonders sind. Das heißt, Betriebseinnahmen, die umsatzsteuerfrei sind, die nicht umsatzsteuerbar sind. Nicht umsatzsteuerbar heißt in meisten Fällen irgendwelche Auslandsumsätze oder wo der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer nach § 13b Umsatzsteuergesetz schuldet, also das Reverse-Charge-Verfahren und so weiter. Hier trägst du im Wesentlichen deine Umsätze ein, wo du keine normale Umsatzsteuer abgerechnet hast. Beispielsweise, du bist YouTuber und bekommst von YouTube regelmäßig einfach eine Auszahlung für AdSense. Dann ist das ein Reverse-Charge-Umsatz und YouTube kümmert sich um die ganze umsatzsteuerrechtliche Abwicklung. Das ist ja, § 13b Umsatzsteuergesetz. Das heißt, alle Reverse-Charge-Umsätze trägst du hier in Feld 15 ein und entsprechend nicht in Feld 14. Das heißt, 14 immer nur ohne diese ganzen Sonderregelungen, in Feld 15 dann ja die Umsätze, bei denen aus welchen Gründen auch immer keine Umsatzsteuer erhoben worden ist, die trägst du hier einmal ein. Und dann, ganz wichtiges Feld, dann trägst du separat einmal ein die vereinnahmte Umsatzsteuer sowie die Umsatzsteuer auf unentgeltliche Wertabgaben. Ich habe ja eben hier oben schon gesagt, hier trägst du nur die 100.000 Euro Nettoumsatz ein und die 19.000 Euro Umsatzsteuer, die trägst du woanders ein. Und hier ist genau das Feld. Das heißt, die vereinnahmte Umsatzsteuer, die trägst du hier in die Felder 16 ein. Hier trägst du allerdings nicht nur die Umsatzsteuer auf deine Umsätze ein, sondern auch auf unentgeltliche Wertabgaben. Unentgeltliche Wertabgaben sind, ich nenne sie ganz gerne fiktive Umsätze, sind Umsätze, die keine echten Umsätze sind, die aber steuerpflichtig sind. Ein ganz einfaches Beispiel, Firmenwagen. Und zwar musst du die private Nutzung deines Firmen-Kfz versteuern, weil du ja alle Kosten für deinen Firmenwagen in der Buchhaltung hast. Und wenn du das Auto jetzt auch privat benutzt, musst du tatsächlich die private Nutzung rausrechnen und darauf Steuern bezahlen. Und zwar nicht nur einfach Einkommensteuer, sondern auch Umsatzsteuer. Und diesen privaten Nutzungsanteil, den berechnest du anhand der 1%-Methode oder anhand eines Fahrtenbuches. Und wenn du da einen Wert ermittelt hast, dann musst du darauf tatsächlich Umsatzsteuer bezahlen. Wenn du das ganze Thema noch nie gehört hast, dann schau auch jetzt unbedingt einmal in der Videobeschreibung vorbei. Da findest du ein paar Videos zu dem ganzen Thema Firmenwagen und wie man das Ganze berechnet. Wichtig an der Stelle hier ist einfach nur die jeweilige Umsatzsteuer auf diese private Nutzungsentnahme, die musst du hier eintragen. Das sind die sogenannten unentgeltlichen Wertabgaben. Ein kleiner Hinweis an dieser Stelle einfach nur, weil du das Ganze schon ganz gut auf Plausibilität überprüfen kannst. Hier geht es ja um die Umsatzsteuer. Und wenn du zum Beispiel nur Umsätze machst, die ja dem normalen Umsatzsteuersatz unterliegen, also 19%, dann musst du hier natürlich einmal diesen gesamten Umsatz nehmen, mal 19%, und dieser Wert sollte hier natürlich irgendwie auftauchen. Und natürlich hast du auch an anderer Stelle noch den Wert der Wertabgaben. Deswegen musst du einfach mal schauen, das sollte natürlich ungefähr passen. Das heißt, wenn hier signifikant weniger Umsatzsteuer steht als 19%, dann muss es dafür Gründe geben, weil du zum Beispiel einen ermäßigten Steuersatz angewendet hast auf bestimmte Leistungen. Das kann richtig sein, aber es ist für dich, glaube ich, ganz gut zu wissen, wo du mal auf Plausibilität prüfen kannst, weil das ist natürlich auch genau das, was das Finanzamt auch macht. Das Finanzamt schaut sich das an und schaut sich vor allem an, ob das Ganze inhaltlich irgendwie passen kann, was du da eingetragen hast. Und damit kommen wir zum nächsten Feld, und zwar den sonstigen Betriebseinnahmen. Und die ersten sonstigen Betriebseinnahmen sind vom Finanzamt erstattete Umsatzsteuerbeträge. Wie kommt es dazu, dass man da was eintragen muss? Du machst ja monatlich oder quartalsweise eine Umsatzsteuervoranmeldung. Und es kann ja immer mal sein, dass du in einem Monat oder einem Quartal mehr Ausgaben hattest, also mehr Vorsteuerbeträge, als du Umsatzsteuer von deinen Kunden bekommen hast. Das heißt, du hast eine Umsatzsteuererstattung bekommen. Das passiert tatsächlich so, das Finanzamt überweist dir dann einfach diesen Umsatzsteuerbetrag, wenn du mehr Vorsteuer als Umsatzsteuer in einer Umsatzsteuervoranmeldung hattest. Das heißt, du hast einen Geldeingang auf deinem Konto, und diesen Geldeingang, den musst du tatsächlich angeben. Und zwar genau hier.
Das heißt, wenn es in irgendeinem Monat oder Quartal mal der Fall war, dass dir Umsatzsteuer erstattet worden ist, dann trägst du diesen Betrag einfach hier ein. Dann trägst du hier zum Beispiel ein Umsatzsteuervoranmeldung, drittes Quartal 2024 und trägst hier den jeweiligen Betrag ein. Beim nächsten Feld geht es um die Veräußerung oder Entnahme von Anlagevermögen. Anlagevermögen ist ja klar, das sind die Investitionen, die du hast, die dann dauerhaft in deinem Unternehmen irgendwie sind und das kannst du natürlich auch verkaufen. Das ist jetzt ja kein normaler Umsatz. Also wenn du deinen Firmenwagen verkaufst, ist das ja kein normaler Umsatz, sondern das ist halt der Verkauf von Anlagevermögen. Und den musst du hier separat noch einmal ausweisen. Was viele Leute hier an dieser Stelle vergessen oder ignorieren, du musst hier nicht nur den Verkauf von Anlagevermögen erfassen, sondern auch die Entnahme von Anlagevermögen. Also wenn du beispielsweise einen Firmenwagen hast und den hast du immer für deine Selbstständigkeit benutzt und jetzt brauchst du für deine Selbstständigkeit aber gar keinen Firmenwagen mehr. Du überlegst dir aber, Mensch, mir gefällt das Auto eigentlich, warum sollte ich das verkaufen? Privat kann ich das Auto noch benutzen. Und dann entnimmst du quasi den Firmenwagen aus dem Betriebsvermögen. Tatsächlich ist diese Entnahme des Firmenwagens auch steuerpflichtig. Und diesen Entnahmewert, den musst du hier auch eintragen. Das heißt, du trägst hier nicht nur die Umsätze ein, die du mit deinem Anlagevermögen gemacht hast, wenn du es denn verkauft hast, sondern auch die Entnahme, die steuerpflichtige Entnahme. Auch dazu findest du übrigens ein vertiefendes Video unten in der Videobeschreibung, gerade in Bezug darauf, wie man eigentlich den Wert von so einer Entnahme bucht. Und hier auch noch ein kleiner Hinweis, weil auch hier wird natürlich auf Plausibilität geprüft. Wenn du Anlagevermögen hast, dann füllst du ja nicht nur die Anlage EÜR, sondern auch die Anlage AVEÜR aus. Und wenn du hier jetzt irgendwas einträgst, dass ein Anlagevermögen abgegangen ist, dann muss man diesen Abgang des Anlagevermögens natürlich auch in der Anlage AVEÜR sehen. Das heißt, hier gibt es die Verbindung zwischen Anlage EÜR und Anlage AVEÜR. Einfach nur, damit du es auf dem Schirm hast. Das Ganze muss natürlich in sich passen und ja, wenn Anlagevermögen weg ist, dann sollte es natürlich in beiden Formularen auch weg sein am Ende. Und damit kommen wir zu einem Feld, über das wir eben schon gesprochen haben. Und zwar der privaten Nutzung von Firmen-Equipment, um es mal so zu sagen. Und zwar allen voran die Kfz-Nutzung. Das heißt, wenn du einen Firmenwagen hast, dann lässt du ja alle Kfz-Kosten über deine Buchhaltung laufen. Das heißt, du setzt alle Kosten als Betriebsausgaben an. Du musst auf der Gegenseite aber die private Nutzung des Firmen-Equipments, des Firmenwagens versteuern. Und diesen Anteil ermittelst du mit der 1%-Methode oder der Fahrtenbuchmethode. Und dann ermittelst du einen Wert, also einen Leistungsentnahmewert, und den trägst du hier ein. Das heißt, hier die private Kfz-Nutzung trägst du hier einfach ein mit dem Wert, den du dann ermittelt hast. Und der ist tatsächlich steuerpflichtig. Also diese private Nutzung des Firmenwagens sorgt tatsächlich dafür, dass dein Steuersatz steigt. Das heißt, die private Nutzung musst du unterm Strich versteuern. Das Ganze ist natürlich auch vorstellbar mit sonstigem Firmenequipment oder sogar mit Mitarbeitern. Also wenn du einen Gärtnereibetrieb hast und du hast zu Hause auch einen Garten und lässt deine Mitarbeiter mal zu Hause den Garten erledigen, dann hast du ja auch eine Leistung entnommen. Für alle Leistungsentnahmen, die nicht sich auf das Firmen-Kfz beziehen, musst du natürlich auch irgendwie den Wert ermitteln und den auch hier eintragen. Das heißt, hier trägst du alle sonstigen Sachnutzungs- und Leistungsentnahmen ein. Vor allem auch die Sacheinnahmen. Also wenn du zum Beispiel im Handel tätig bist und du ja ein Warenlager hast und von diesen Waren etwas entnimmst, weil du es privat deiner Oma zu Weihnachten schenkst oder einfach privat selber brauchst, dann musst du das natürlich auch irgendwie aufschreiben und versteuern. Das heißt, dann hast du irgendwie einen Wert ermittelt und trägst das hier in Feld 20 ein. Und dann wird abschließend hier noch die Auflösung von Rücklagen und Ausgleichsposten eingespielt, und zwar sozusagen, denn dieses Feld kannst du gar nicht ausfüllen, sondern wir sehen das hier auch schon, Übertrag aus Zeile 105, zu der kommen wir noch. Das heißt, hier kann es unter Umständen sein, dass es hier noch einen Wert gibt, und dann sehen wir hier unten einmal die Summe der Betriebseinnahmen. Das heißt, das ist dann die Summe von all den Dingen, die wir hier gerade eingetragen haben. Und das ist ja dann dein Gesamtumsatz, dein gesamter steuerpflichtiger Umsatz eines Jahres. Du kannst von diesem Betrag natürlich noch eine ganze Reihe von Kosten abziehen. Und die Kosten, die tragen wir auf der nächsten Seite ein und deswegen klicken wir auf nächste Seite. Auf dieser Seite sehen wir sehr viele Felder. Ich scroll einmal runter. Wir sehen, es gibt sehr viele Kategorien und Ausgabenmöglichkeiten, die wir jetzt hier irgendwie steuerlich mindernd geltend machen. Auch hier gilt natürlich, wenn du deine Buchhaltung unterjährig mit einer Software gemacht hast, beispielsweise LexOffice, an dieser Stelle kleiner Hinweis, den besten LexOffice-Deal findest du unten in der Videobeschreibung. Gerne draufklicken, wenn du ein Buchhaltungsprogramm brauchst. Und da hast du ja schon Zahlen. Das heißt, du hast ja laufend deine ganzen Rechnungen erfasst und da findest du tatsächlich das Auswertungsformular Einnahmenüberschussrechnung auch tatsächlich schon mit den
Elster-Code, also den Elster-Feldern, und dann geht es hier einfach nur noch darum, die Zahlen zu übertragen. Das heißt, dann ist die Arbeit auch relativ leicht erledigt. Und wir gehen jetzt einmal von oben nach unten gemeinsam durch. Wir werden jetzt nicht über jedes Feld wahnsinnig lange sprechen, auch einfach, weil es sich ab einem gewissen Grad wiederholt, um es mal so zu sagen. Wir starten aber mit einem Feld, was die meisten von euch tatsächlich nicht ausfüllen werden. Und zwar gibt es hier eine Betriebsausgabenpauschale. Die haben aber nur ganz bestimmte Berufsgruppen. Und immer dann, wenn du eine Frage hast zu einem bestimmten Feld, kannst du tatsächlich immer auf dieses kleine Zeichen mit dem Fragezeichen klicken. Und hier sehen wir das auch einmal. Das Ganze ist ehrlicherweise nicht so richtig schön beschrieben, aber hier steht zum Beispiel: Hauptberufliche, selbstständige Schriftsteller und Journalisten können pauschal 30% der Betriebseinnahmen, maximal 3.000 Euro jährlich, quasi als Betrieb Ausgabe absetzen. Dann gibt es noch wissenschaftliche, künstlerische, schriftstellerische Nebentätigkeiten und so weiter. Das heißt, hier gibt es bestimmte Pauschalen für bestimmte Berufstätige. Zum Beispiel auch Kindertagespflegepersonen, die haben die Möglichkeit, 400 Euro je Kind und Monat als Betriebsausgabenpauschale abzuziehen. Das heißt, diese Berufsgruppen, die müssen tatsächlich keine Zettel sammeln für die Betriebsausgaben, sondern die können einfach Pauschalen absetzen. Das gilt aber nur für so ganz wenige Berufsgruppen. Auch dazu findest du übrigens ein vertiefendes Video unten in der Videobeschreibung. Die allermeisten von euch, ich vermute mehr als 99% von euch, die haben die Möglichkeit nicht. Das heißt, ihr müsst tatsächlich ganz normal eure Buchhaltung machen, ihr müsst die einzelnen Rechnungen sammeln, die alle eintragen in euer Buchhaltungsprogramm und so weiter. Und dann habt ihr Werte und Zahlen, die ihr hier jetzt so im Folgenden eintragt. Und das schauen wir uns einfach mal Schritt für Schritt gemeinsam an. Und zwar Feld 26. Da trägst du die Kosten ein für Waren, Rohstoffe, Hilfsstoffe einschließlich der Nebenkosten. Wichtig an dieser Stelle oder generell für alle Felder, du trägst hier einmal die Bezeichnung, schreibst du rein, was war denn das genau? Bitte hier auch nicht jede einzelne Kontobewegung, sondern hier geht es um Jahresbeträge. Das heißt, du musst hier jetzt auch nicht mehrere Felder eintragen. Du hast immer die Möglichkeit, mehrere Zeilen einzufügen. Du musst es aber nicht machen. Wenn das Finanzamt irgendwas näher aufgegliedert haben möchte, dann werden sie sich schon melden. Das heißt, ich würde grundsätzlich hingehen und denen nicht zu viel Informationen geben, sondern erstmal das grob ausfüllen, weil das Finanzamt interessiert sich vor allem für den Gewinn. Das ist vielleicht auch ein wichtiger Aspekt, weil es gibt immer wieder Ausgaben, die potenziell in zwei unterschiedliche Kategorien reinkommen. Und an dieser Stelle vielleicht ein wichtiger Hinweis, weil ganz viele Leute zerbrechen sich den Kopf, was denn jetzt die richtige Kategorie ist. Das ist in den meisten Fällen aber vollkommen egal, weil das Finanzamt berechnet die Steuer ja basierend auf dem Gewinn. Und der Gewinn verändert sich nicht, ob du etwas als Beiträge, Marketing oder Bürokosten buchst. Deswegen ist die Zuordnung der Kategorien überhaupt nicht so wichtig wie fast alle Menschen auf dieser Welt denken. Wichtiger ist eher, dass du eine gewisse Konstanz hast. Also wenn du Mitglied bist in so einem Berufsverband und da Beiträge zahlst, ja, dann können das Beitragszahlungen sein, dann können das Gebühren sein, dann kann das auch Marketing sein, weil du bist unter Umständen nur in diesem Verband, um Kunden zu akquirieren. Das ist alles möglich und es ist auch alles richtig. Wichtig ist nur, dass du das dann immer auf die gleiche Art und Weise erfasst. Nicht, dass es im ersten Jahr Beiträge sind, im nächsten Jahr Gebühren, dann wieder Marketing, dann wieder was anderes und so weiter. Ich glaube, es wird klar, was ich meine. Wichtig ist eher Konstanz, als jetzt ganz bestimmt dieses eine Feld, das richtige Feld zu finden. Dieses eine richtige Feld gibt es sowieso in den meisten Fällen nicht. Und wichtiger Aspekt hier noch, du trägst hier bitte die Nettosummen ein. Außer du bist Kleinunternehmer. Weil wenn du Kleinunternehmer bist, dann rechnest du grundsätzlich immer nur mit Bruttobeträgen. Das heißt, als Kleinunternehmen hier immer Bruttobeträge, alle anderen umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen tragen hier die Nettobeträge ein. Und ja, das erste Feld sind Waren, Rohstoffe und Hilfsstoffe, einschließlich der Nebenkosten, also Beschaffungskosten, Logistik und so weiter, trägst du hier ein. Das ist so dein Wareneinkauf. Das füllen vor allen Dingen diejenigen aus, die halt irgendwie mit Waren handeln, so E-Commerce und solche Sachen. Die Leute, die eher im Dienstleistungsbereich sind, haben weniger Wareneinkauf und Rohstoffeinkauf. Was sie aber unter Umständen haben, sind Fremdleistungen. Das heißt, wenn du zum Beispiel ja, Webdesign machst und du beauftragst einen Programmierer, du verkaufst Webseiten an deine Kunden und machst das ganze Design, die technische Umsetzung lässt du aber von jemand anderen machen, der dir dann wiederum die Rechnung schickt, dann ist das eine bezogene Fremdleistung und die trägst du hier ein bei bezogenen Fremdleistungen. Und vielleicht magst du das Ganze gar nicht immer extern vergeben, diese Aufträge, sondern stellst einfach Leute ein. Und dann hast du Ausgaben für eigenes Personal. Und hier trägst du auch die gesamten Ausgaben ein. Also Gehälter, die Löhne, die Sozialversicherungsbeiträge, die gezahlte Lohnsteuer und so weiter. Hier würde es zum Beispiel Sinn ergeben, einmal Gehälter, Sozialversicherungsbeiträge und
Lohnsteuer aufzugliedern. Das heißt, du hast jetzt vielleicht drei Zeilen. Das könnte beispielsweise Sinn ergeben. In den nächsten Feldern geht es um Abschreibung. Wir haben jetzt schon ein paar Mal über Anlagevermögen gesprochen und dass man die Kosten über mehrere Jahre verteilen muss und so weiter. Das Ganze macht man in der Anlage AVIUR. Das ist auch der Grund, warum das Ganze hier gesperrt ist. Das heißt, das kannst du hier nicht ausfüllen. Aber wenn du Anlagevermögen hast, dann füllst du ja die Anlage AVIUR aus und dann werden die Werte aus der Anlage AVIUR automatisch hier eingetragen. Im nächsten Feld geht es um Herabsetzungsbeträge nach § 7g Absatz 2 Einkommensteuergesetz. Da redet man von dem Investitionsabzugsbetrag. Das ganze Thema würde hier vollkommen den Rahmen sprengen. Deswegen auch hier an dieser Stelle Verweis auf die Videobeschreibung. Es gibt zu dem ganzen Thema Investitionsabzugsbetrag da ein separates Video. Kann super spannend für dich sein, denn du hast grundsätzlich die Möglichkeit, tatsächlich Investitionen, die du erst in der Zukunft tätigen möchtest, schon heute in dieser Steuererklärung zu berücksichtigen. Wie das Ganze funktioniert, erfährst du in dem anderen Video. Aber es gibt ja nicht nur diese ganz großen Anschaffungen, die du dann über viele Jahre abschreibst, sondern auch kleine Anschaffungen. Das heißt, die Anschaffungen, die weniger als 800 Euro netto kosten. Und diese Anschaffungen, die kannst du direkt in dem Jahr der Anschaffung vollständig von der Steuer absetzen. Und dieses vollständig von der Steuer absetzen machst du hier bei Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter. Und damit kommen wir so zu dem ganzen Bereich Raumkosten und sonstige Grundstücksaufwendungen. Also ganz konkret, hier Feld 38, Miete und Pacht für Geschäftsräume und betrieblich genutzte Grundstücke. Also meistens Mietkosten. Übrigens auch, wenn du zu Hause ein separates Arbeitszimmer hast und die anteiligen Mietkosten absetzen möchtest, dann kannst du das Ganze hier machen. Zum Beispiel auch die Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung und sonstige Aufwendungen für betrieblich genutzte Grundstücke ohne Schuldzinsen. Das heißt, wenn du da irgendwie noch sonstige Aufwendungen hast, dann kannst du die hier eintragen. Und dann gibt es noch einen riesengroßen Topf von sonstigen unbeschränkt abziehbaren Betriebsausgaben. Und zwar ganz häufig Kosten, die alle von uns haben. Zum Beispiel Aufwendungen für Telekommunikation, zum Beispiel Telefon und Internet, Übernachtungs- und Reisekosten bei Geschäftsreisen der Steuerpflichtigen. Das heißt, wenn du irgendwo unterwegs bist und Reisekosten hast, Bahntickets, Hotelrechnung und so weiter, die kannst du alle hier eintragen. Fortbildungskosten ohne die Reisekosten, habe ich an anderer Stelle schon erzählt. Das waren bei mir ganz hohe Positionen, weil ich einfach auf viel Seminare gegangen bin und weil ich auch ehrlicherweise ein Zweitstudium hier abgesetzt habe. Das heißt, die Kosten für das Zweitstudium könntest du hier auch absetzen. Dann Kosten für Rechts- und Steuerberatung oder Buchführungskosten, die trägst du hier alle ein. Dann Miete, Leasing für bewegliche Wirtschaftsgüter, die kein Kfz sind. Das hat man nicht ganz so häufig, aber es kann ja sein, dass du irgendwie anderes Firmenequipment mietest. Da gibt es ja so ein paar Anbieter, wo du zum Beispiel Smartphone, Laptop, Kameras und so weiter mieten kannst. Das würdest du zum Beispiel hier eintragen. Und dann gibt es Erhaltungsaufwendungen, zum Beispiel Wartung, Reparatur, Instandsetzung und so weiter. Wenn es dir so geht wie mir und du lässt dein Handy alle 2 Wochen fallen, dann hast du schon mal Geld dafür ausgegeben, dieses Handy wieder zu reparieren. Und dann kannst du das Ganze hier eintragen. Dann kommen wir zu diesen ganzen Beiträgen, Gebühren, Abgaben, Versicherungen und so weiter. Wichtig hier geht es nicht um Versicherungen für Gebäude oder fürs Kfz, sondern sonstige Versicherungen. Auch nicht private Versicherungen, also nicht private Haftpflichtversicherung oder Krankenversicherung und so weiter, das alles nicht, sondern betriebliche Versicherung, wie zum Beispiel so eine Vermögensschadensversicherung und so weiter. Wenn du das hast, dann kannst du das hier eintragen. Dann laufende EDV-Kosten, dazu gehört tatsächlich auch Beratung, Wartung, Reparatur der IT-Infrastruktur, um es mal so zu sagen, Arbeitsmittel, also Bürobedarf, Porto, Fachliteratur und so weiter, Kosten für Abfallbeseitigung und Entsorgung hat man meistens als Einzelunternehmen eher seltener, manchmal aber schon, denn hier Kosten für Verpackung und Transport, auch das kann ja sein, Werbekosten und dann Felder, die man nicht mehr ganz so häufig hat, zum Beispiel Schuldzinsen zur Finanzierung von Anschaffung und Herstellungskosten von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens. Das heißt, wenn du irgendwo irgendwas finanzieren musst. Dann kannst du übrigens bei Krediten generell immer die Zinsen absetzen als Betriebsausgabe, nicht aber den Tilgungsanteil. Aber du hast ja meistens irgendein Wirtschaftsgut angeschafft. Das heißt, du hast statt der Tilgung denn die Abschreibungsraten, die du absetzt. Das heißt, faktisch setzt du beispielsweise, wenn du ein Kfz kaufst und dafür einen Kredit aufnimmst, dann kannst du zwar nicht den Tilgungsanteil der Kreditraten absetzen, aber die Zinsen und die Abschreibungsraten des Kfz natürlich. Und dann gibt es hier nochmal ein Feld für so sonstige Schuldzinsen, Dispokredit und so weiter, die du hast, dann kannst du das Ganze hier eintragen. Das nächste Feld ist dann wieder für fast alle von euch relevant. Ich habe euch ja erzählt, ihr tragt hier überall die Nettobeträge ein, außer vielleicht die kleinen Unternehmen und die Selbstständigen, die ganz spezifisch steuerfreie Umsätze ausführen. Gibt es ein paar, du wirst wissen, wenn es auf dich zutrifft. Das heißt, dann hier immer die Bruttobeträge eintragen. Alle anderen haben hier jetzt überall die Nettobeträge der Betriebsausgaben abgesetzt. Und jetzt stellst du dir mit Sicherheit die Frage, das ist ja unfair,
Umsatzsteuer. Auf der Einnahmenseite musste ich ja meine Umsatzsteuerbeträge quasi eintragen. Das heißt, das hat meinen Gewinn erhöht. Ich muss jetzt ja irgendwie auch die gezahlten Umsatzsteuerbeträge als Betriebsausgabe absetzen können, weil sonst wird das Ganze ja unfair. Und das kannst du selbstverständlich, und zwar hier. Das heißt, die gezahlten Vorsteuerbeträge, die ausgewiesene Umsatzsteuer aus all diesen Kosten, die du hier eingetragen hast, die musst du einmal alle zusammenrechnen und die trägst du einmal hier in Feld 55 ein. Dieser Wert wird wahrscheinlich relativ hoch sein. Und dann ist es ja nicht nur so, dass du einmal im Jahr irgendwie deine Umsatzsteuerbeträge ausrechnest, sondern du machst ja monatlich oder quartalsweise wahrscheinlich zumindest eine Umsatzsteuervoranmeldung. Und basierend auf dieser Umsatzsteuervoranmeldung zahlst du Umsatzsteuer ans Finanzamt. Und diese im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung gezahlte Umsatzsteuer ans Finanzamt, die kannst du auch hier absetzen, weil du hast das Geld ja gezahlt. Deswegen hier in Zeile 56 trägst du ein die gezahlte Umsatzsteuer, also im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung, was du da gezahlt hast, das kannst du hier eintragen. Und dann haben wir hier noch ein paar Sonderfälle, die auf die meisten von euch nicht zutreffen. Zum Beispiel hier zurückgezahlte Corona-Beiträge und so weiter. Das ist Gott sei Dank inzwischen für die meisten von euch irgendwie Geschichte. Dann gibt es aber noch ein paar beschränkt abziehbare Betriebsausgaben. Diese ganzen Betriebsausgaben hier oben, die sind unbeschränkt abziehbar. Das heißt, die reduzieren wirklich zu 100% den Gewinn. Es gibt aber ein paar Geschäftsausgaben, die man nicht vollständig von der Steuer absetzen kann. Zum Beispiel Geschenke nicht abziehbar. Du darfst, wenn du deinen Geschäftspartnern Geschenke machst, die Anschaffungskosten dieser Geschenke natürlich als Betriebsausgabe buchen. Aber nur dann, wenn du diesen Geschäftspartner in einem Jahr nicht mehr schenkst als etwas im Wert von 50 Euro. Das heißt, bis 50 Euro Geschenkewert kannst du von der Steuer absetzen. Sobald du einem Geschäftspartner mehr schenkst als 50 Euro, dann kannst du die Anschaffung dieser Geschenke nicht mehr von der Steuer absetzen. Ist super dämlich und super nervig, aber deswegen musst du tatsächlich eine Liste führen, welchen Geschäftspartnern du Geschenke in welcher Höhe und in welchem Wert machst. Und wenn du über 50 Euro landest bei einem Geschäftspartner, dann kannst du die Anschaffungskosten dieser Geschenke nicht mehr von der Steuer absetzen. Und dann trägst du das hier ein. Ganz ehrlich, in der Praxis, du brauchst das hier auch nicht eintragen, weil diese nicht abziehbaren Betriebsausgaben, die kannst du sowieso nicht absetzen. Das heißt, es ist nur so informativ, das ändert deine Steuerlast gar nicht. Und hier trägst du die abziehbaren Geschenke ein. Das heißt, wenn du deinen Geschäftspartnern quasi Geschenke unter 50 Euro machst, pro Geschäftspartner pro Jahr, dann kannst du das Ganze hier eintragen. Wichtiger oder interessanter für die allermeisten sind aber Bewirtungsaufwendungen. Bewirtungsaufwendungen sind ja Geschäftstermine, die du zum Beispiel in einem Restaurant, in einem Café, in einem Dönerladen von mir aus auch machst. Das heißt, du gehst mit Geschäftspartnern essen und dann geht es ums Unternehmen, um bestimmte Projekte, um Kundenakquise, um was auch immer. Das heißt, es geht um dein Unternehmen. Dann geht das Finanzamt davon aus, dass ein gewisser Teil dieser Bewirtungskosten auch Privatvergnügen ist, weil du bist ja anschließend auch satt. Und das private, persönliche Sattwerden, das darfst du nicht von der Steuer absetzen. Was du nur absetzen darfst, ist, ich würde mal sagen, den betrieblichen Teil dieser Bewirtung. Und da hat das Finanzamt einfach pauschal gesagt, 70% sind absetzbar und 30% nicht. Darüber kann man sich jetzt ewig tot diskutieren und du findest zu dem Thema auch unten in der Videobeschreibung ein vertiefendes Video. Natürlich, wichtig ist einfach, dass du es dir merkst, 70% deiner Bewirtungskosten kannst du absetzen, 30% nicht. Das heißt, wenn du in einem Jahr für 500 Euro essen warst, so auf das ganze Jahr gesehen, dann kannst du von den 500 Euro 350 Euro, also 70%, abziehen und 30% halt nicht. Das heißt, du buchst hier 150 Euro auf nicht abziehbare Bewirtungskosten und 350 Euro auf abziehbare Bewirtungskosten. Kleiner Hinweis, hier solltest du unbedingt das Feld nicht abziehbar ausfüllen. Das verändert deine Steuerlast zwar nicht, aber wenn du dieses Feld nicht ausfüllst, dann kann es gut sein, dass das Finanzamt standardmäßig dir nochmal 30% aus den abziehbaren Bewirtungskosten abzieht. Deswegen wäre es hier wichtig, dass du beide Felder ausfüllst. Und dann kommen wir zu dem ganzen Thema Verpflegungsmehraufwendungen. Wenn du betrieblich unterwegs bist. Und ich habe ja eben gesagt, das persönliche eigene Sattwerden, das kannst du nicht von der Steuer absetzen. Aber das Finanzamt sagt immerhin, naja, wenn du aber beruflich unterwegs bist, dann kostet das Essen ja wahrscheinlich mehr. Und dieser Mehraufwand, den du für deine eigene Verpflegung hast, den kannst du dann wiederum schon ansetzen. Das ist ehrlicherweise ein bisschen blöd zu ermitteln, weil wie willst du berechnen, wie viel teurer das Essen auswärts war als zu Hause? Weil du kannst ja jetzt nicht jedes Mal eine Vergleichsrechnung ausstellen, wie viel teurer die Currywurst war, die du an einer Autobahnraststätte gekauft hast, als die du zu Hause im Kühlregal gekauft hast. Geht natürlich nicht und deswegen gibt es dafür Pauschalen. Und ganz, ganz wichtiger Hinweis an dieser Stelle, wenn du dich mit dem Thema noch nie auseinandergesetzt hast, tu es bitte unbedingt, weil du kannst, wenn du viel beruflich unterwegs bist,
echt viel Pauschalen absetzen. Denn dieser Mehraufwand, der wird durch Pauschalen abgegolten. Das heißt, es gibt, wenn du länger als 8 Stunden beruflich unterwegs bist, eine Verpflegungsmehraufwandspauschale, die du jeden Tag ansetzen kannst. Und ich kenne viele Selbstständige, die hier wirklich mehr als 1000 Euro Betriebsausgaben drin haben. Und 1000 Euro Betriebsausgaben heißt 1000 Euro weniger Gewinn und 1000 Euro weniger Versteuern. Und wenn dein Steuersatz bei 30% liegt, bedeutet 1000 Euro Betriebsausgabe 300 Euro weniger Steuern. Also beschäftige dich unbedingt mit dem Thema Verpflegungsmehraufwand. Du findest dazu natürlich unten in der Videobeschreibung vertiefendes Video, falls du das Ganze ja noch nicht gemacht hast. Dann hast du hier noch 2 Felder rund um das Thema häusliches Arbeitszimmer. Da möchte ich auch nicht ganz im Detail drauf eingehen. Auch dazu findest du ein vertiefendes Video unten in der Videobeschreibung. Aber hier kannst du einmal die nicht abziehbaren Aufwendungen eintragen und die abziehbaren Aufwendungen. Vielleicht nur ganz kurz an dieser Stelle. Früher ging das Ganze immer nur, wenn du ein separates Arbeitszimmer tatsächlich hattest. Das heißt, dann konntest du diese anteiligen Kosten irgendwie absetzen und so weiter. Inzwischen gibt es auch Homeoffice. Pauschalen von 6 Euro am Tag, die du an bis zu 210 Tagen pro Jahr absetzen kannst. Das ganze Thema von zu Hause arbeiten ist, ich würde mal sagen, steuerlich zumindest attraktiver geworden in den letzten paar Jahren. Deswegen da unbedingt informieren, denn auch da kannst du bis zu 1260 Euro Betriebsausgaben ansetzen, selbst wenn du kein separates Arbeitszimmer hast, was auch wieder entsprechend eine Steuerersparnis ist. Dann gibt es hier noch ein paar Felder für Sonstiges, also sonstige beschränkt abziehbare Betriebsausgaben. Was wir uns vor allem nochmal anschauen wollen, sind die Kfz-Kosten. Und zwar trägst du hier einmal die Leasingkosten ein, einmal die Steuern, Versicherung und Maut. Hier geht es jetzt um die Steuern und Versicherung, speziell fürs Kfz. Alle anderen Versicherungen und so weiter haben wir ja weiter oben schon eingetragen. Und dann die tatsächlichen Fahrtkosten ohne Abschreibung und Zinsen. Also Reparatur, Wartung, Tanken und so weiter. Wichtig, nicht nur Kfz, sondern auch, wenn du zum Beispiel mal fliegst oder Zug fährst und so weiter, trägst du das hier alles ein. Und dann kannst du hier noch die Fahrtkosten für nicht zum Betriebsvermögen gehörende Fahrzeuge buchen. Das heißt, wenn du ein privates Auto benutzt für deine Firmenfahrten, also für deine geschäftlichen Fahrten, dann kannst du da tatsächlich Kosten absetzen. Und zwar in Höhe von 30 Cent pro Kilometer oder du ermittelst den tatsächlichen Kilometersatz und dann kannst du den tatsächlichen Kilometersatz absetzen und das Ganze kannst du hier eintragen. Dann hast du hier nochmal die Fahrtkosten zwischen Wohnung und Arbeit oder erster Betriebsstätte. Wenn du zu Hause arbeitest, dann hast du das Ganze natürlich nicht. Und damit kommen wir zu den nicht abziehbaren Beträgen. Das heißt, wenn du hier irgendwie nochmal was nicht abziehbares hast, dann trägst du das Ganze hier ein und diese ganzen Zahlen, die wir hier alle auf der ganzen Seite jetzt eingetragen haben, die werden alle einmal zusammengerechnet und dann haben wir die Summe der Betriebsausgaben. Und damit haben wir einmal ermittelt deine ganzen Betriebseinnahmen und die ganzen Betriebsausgaben und den Gewinn auszurechnen, der ist jetzt nicht besonders schwer, weil wir rechnen jetzt einfach Betriebseinnahmen minus Betriebsausgaben und dafür klicken wir auf die nächste Seite. Und genau das machen wir hier auf der nächsten Seite. Einmal Summe Betriebseinnahmen, dieses Feld wird automatisch ausgefüllt, dann abzüglich Summe der Betriebsausgaben wird auch automatisch ausgefüllt und das ergibt logischerweise den Gewinn. Wir sehen jetzt hier zugegebenermaßen noch sehr, 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 sehr viele Felder, wo irgendwas noch hinzugerechnet wird und abgezogen wird und so weiter. Das gilt für die allermeisten Einzelunternehmen nicht. Hier gibt es nämlich immer ein paar Sonderregelungen, die sich zum Beispiel auf Personengesellschaften und so weiter konzentrieren. Deswegen möchte ich hier auf diese ganzen Sonderregelungen, die es hier potenziell geben könnte, vor allem für Personengesellschaften, nicht weiter eingehen, weil ich produziere diese ganzen Videos immer für Einzelunternehmen und dann ist das für euch nicht relevant. Was hier relevant sein könnte, sind zum Beispiel Investitionsabzugsbeträge. Das heißt, wenn ihr Investitionsabzugsbeträge gebildet habt oder jetzt wieder auflöst und so weiter. Das heißt, hier sehen wir das, zuzüglich Hinzurechnung der Investitionsabzugsbeträge und dann gibt es jetzt noch Sonderregelungen in der Corona-Pandemie und so weiter. Das heißt, wenn das Ganze für dich relevant ist, dann schau dir unbedingt das Video an zum Thema Investitionsabzugsbetrag. Wir sehen, es wiederholt sich hier so ein kleines bisschen, weil es um die einzelnen Jahre geht. Der Unterschied ist immer das Jahr, ja, wann diese Investitionsabzugsbeträge jetzt gebildet worden sind und so weiter. Und da das alles in den meisten Fällen für euch nicht relevant ist, zum Beispiel Hinzurechnung oder Abrechnung bei Wechsel der Gewinnermittlungsart, also wenn du gewerbetreibend bist und von der Einnahmenüberschussrechnung zur Bilanzierung wechselt oder halt auch andersrum, dann musst du so eine Überleitungsrechnung machen und so weiter. Das würde alles hier unglaublich den Rahmen sprengen. Ich würde mal sagen, 95% der Leute von euch, die dieses Video schauen, die haben hier gar nichts anzugeben, also auch kein Teileinkünfteverfahren und so weiter. Das gilt alles nur für Gesellschaften. Das heißt, ihr könnt diesen ganzen Bereich einmal, ich mal sagen, überscrollen, gucken, ob euch irgendwas bekannt vorkommt, weil unter Umständen wisst ihr ja, dass bei euch irgendwas besonders war, aber ihr werdet ziemlich schnell hier unten ankommen und dann steht hier steuerpflichtiger Gewinn und Verlust. Das ist das Ergebnis der Einnahmenüberschussrechnung.
Und idealerweise ist das auch genau die Zahl, die du zum Beispiel in deinem Buchhaltungsprogramm wie LexOffice ganz unten stehst. Das heißt, das ist jetzt tatsächlich dein Gewinn, das ist dein Einkommen und damit auch die Basis für die Steuerberechnung und zum Beispiel auch für die Krankenversicherung. Im nächsten Schritt geht es um Rücklagen und stille Reserven. Auch das wird für die allermeisten von euch nicht relevant sein, deswegen möchte ich diesen Bereich auch einmal überspringen. Wenn du zu einzelnen Punkten dazu Fragen hast, dann schreib mir gerne einen Kommentar unter diesem Video oder frag vielleicht ElsterGPT, weil diese ganzen Informationen über diese Felder, die findest du tatsächlich alle bei ElsterGPT hinterlegt. Das heißt, ElsterGPT kann dir tatsächlich zu diesen Feldern auch Antworten geben, auch wenn ich das hier in diesem Video jetzt überspringe. Was für dich spannender ist, ist der siebte Bereich noch einmal, und zwar die Entnahmen und Einlagen, weil die musst du als Einzelunternehmen ausfüllen. Und Elster Online wird dir auch einen Fehler anzeigen, wenn du diese Felder nicht ausfüllst. Und deswegen möchte ich hier nochmal kurz drauf eingehen. Und zwar musst du hier zwei Felder ausfüllen. Und zwar einmal alle Entnahmen, einschließlich Sach-, Leistungs- und Nutzungsentnahmen. Und einmal die andere Seite, also die Einlagen. Und zwar ist es ja so, wenn du selbstständig bist, dann bist du ja so ein bisschen schizophren. Weil dann gibt es ja einmal deine private Identität und einmal deine berufliche Identität. Und es gibt ja, ich würde mal sagen, Geldtransfer zwischendrin. Und zwar nicht nur Geldtransfer, sondern auch Leistungstransfer. Das heißt, ganz praktisch gesehen, du hast die ganze Zeit Einnahmen auf deinem Geschäftskonto. Irgendwie brauchst du ja auch Einnahmen auf deinem privaten Konto. Und dann überweist du dir einfach Geld von dem Geschäftskonto aufs Privatkonto. Das ist eine Privatentnahme. Das wird dich nicht so wahnsinnig überraschen. Aber auch zum Beispiel die Nutzung des Firmen-Kfz ist ja eine Entnahme. Zwar eine Leistungsentnahme und keine Geldentnahme. Aber was du hier machen musst, ist, du musst einmal deine gesamten Entnahmen eines Jahres zusammenrechnen und hier eintragen. Und das Ganze gilt natürlich auch andersrum. Es kann ja auch immer sein, dass du gerade gründest und zum Beispiel erstmal 5.000 Euro auf deinem Geschäftskonto haben möchtest, um erstmal Investitionen tätigen zu können. Dann sind diese 5.000 Euro eine Privateinlage. Oder du hast ein privates Kfz, was du regelmäßig auch für deine Selbstständigkeit verwendest. Das wäre dann eine Leistungseinlage. Das heißt, du hast nicht nur eine Geldeinlage, sondern auch eine Leistungseinlage. Und auch diese Beträge rechnest du einmal für das gesamte Jahr zusammen und trägst sie hier ein. Kleiner Hinweis an dieser Stelle. Die Zahlen für die Leistungs- und Nutzungsentnahmen und Einlagen, die hast du ja schon auf den Seiten vorher hier eingetragen. Das heißt, das rechnest du einfach zusammen und dann guckst du einmal in deinen Kontoauszug, wie viel Geld hast du eigentlich vom Geschäftskonto aufs private Konto überwiesen und andersrum, und das addierst du einmal auf und so kommst du dann auf die Werte, die du hier jeweils einträgst. Schwieriger haben es die Leute, die kein separates Geschäftskonto haben. Kann ich dringend nur von abraten. Unter anderem deswegen. Dann wertest du quasi das Geschäftskonto komplett als privat. Dann ist jeder Umsatz, der quasi auf dein privates Konto geht, eine Entnahme. Das heißt, wenn du beispielsweise eine Rechnung über 5.000 Euro schreibst, diese Rechnung wird überwiesen auf dein Privatkonto, dann sind diese 5.000 Euro zum Zeitpunkt des Geldeingangs eine Entnahme, weil dein Konto ja privat ist. Das heißt, sobald das Geld angekommen ist, ist es eine Privatentnahme. Und dann musst du tatsächlich deine gesamten Umsätze zusammenrechnen und die Leistungsentnahmen, und das zusammengerechnet ist dann der Entnahmebetrag. Das heißt, wenn du nur ein privates Konto hast und das auch für deine Selbstständigkeit verwendest, sind die Beträge, die du hier reinschreibst, signifikant höher. Andersrum natürlich auch. Dann ist natürlich jede Betriebsausgabe, die du von deinem privaten Konto aus tätigst, eine Einlage, weil du das ja dann privat bezahlst. Das heißt, auch dieser Betrag bei den Einlagen wird erheblich höher sein, wenn du nur ein Konto hast. Und jetzt kommen wir zu dem größten Mythos überhaupt. Diese beiden Felder musst du ausfüllen, sie sind aber für die Steuer komplett irrelevant. Und zwar haben wir das Ganze ja schon angeschaut. Wir waren schon beim Gewinn. Diese Information möchte das Finanzamt haben, aber es verändert deine Steuerlast nicht. Du kannst dir jeden Tag 10-mal Geld hin und her überweisen zwischen Geschäftskonto und Privatkonto. Von mir aus Millionen. Das verändert die Höhe deiner Steuer und die Höhe deines steuerpflichtigen Gewinns in keinster Weise. Also deine Steuer wird nicht 1 Cent höher oder niedriger, egal was du hier einträgst. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ich bekomme so häufig die Frage, ich habe das Geld hier auf dem Geschäftskonto liegen lassen und deswegen muss ich es ja nicht versteuern. Nein, das gibt es nicht. Das gibt es tatsächlich bei Gesellschaften, das gibt es bei Einzelunternehmen nicht. Die Berechnung lautet immer Betriebseinnahmen minus Betriebsausgaben. Geldfluss spielt hier überhaupt keine Rolle. Und damit sind wir tatsächlich auch am Ende der Anlage EÜR angekommen.
Diese Anlage ist wahrscheinlich das wichtigste Formular überhaupt, wenn du selbstständig bist. Du hast jetzt natürlich nochmal die Möglichkeit, das Ganze zu überprüfen in der Übersicht und du kannst das Ganze jetzt auch direkt an das Finanzamt übermitteln. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen und du hast auch jetzt eine ausgefüllte Anlage EÜR. Wenn du dazu noch Fragen hast, und ich kann mir vorstellen, dass du dazu Fragen hast, dann schau erstens unbedingt unten in der Videobeschreibung vorbei. Da sind eine ganze Reihe an Videos verlinkt, die dir weiterhelfen bei bestimmten einzelnen Themen. Oder schreib mir einfach einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir dann gerne irgendwie im Kommentarbereich weiterzuhelfen. Schau dir unbedingt auch mal ElsterGPT bei ChatGPT an. Das Ganze ist kostenlos und ja, ich mache das einfach ganz gerne, weil ich glaube tatsächlich, dass die KI uns perspektivisch dabei helfen wird, diesen ganzen Behördenirrsinn, dieses Behördendeutsch zu verstehen. Schau das gerne mal an, gib mir gerne Feedback, würde mich wahnsinnig freuen. Und wenn du Hilfe brauchst bei deiner Selbstständigkeit, weil du ein Buchhaltungsprogramm brauchst, weil du ein separates Geschäftskonto brauchst, weil du ein Rechnungsprogramm brauchst, weil du einen Steuerberater brauchst, was auch immer, alle meine Empfehlungen dazu verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Ich verlinke sie dir aber auch gerne einmal hier. Und jetzt könntest du so zum Runterkommen vielleicht das ein oder andere Video anschauen. Wir haben da viele spannende Steuer- und Buchhaltungstutorials. Zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.